Weilburg. Das letzte Aprilwochenende zeigte sich wechselhaft und kühl. Dies hielt den Ruderverein und den Weilburger Kur- und Verkehrsverein allerdings nicht davon ab, zum Lahnuferfest zu laden. Das Wetter blieb zum Glück trocken und für Speis und Trank war reichlich gesorgt. Es gab Gegrilltes und der Ruderverein bot Kaffee und Kuchen an. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Rüdiger Ruckes mit seinem Keyboard. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, auf dem Fahrgastschiff Wilhelm von Nassau eine Bootstour mitzumachen. Der Höhepunkt der gelungenen Veranstaltung war ein freier Kanu-Wettbewerb, zu dem sich 5 Mannschaften a 7 Kanuten gemeldet hatten. Die Mannschaften der DLRG, des Rudervereins Jugend, des Rudervereins Vorstand, der Volksbank Mittelhessen und der Frankfurter Volksbank lieferten sich auf der 200 Meter langen Strecke vom Wehr bis zur Oberlahnbrücke spannende Rennen. Die Geschäftsführerin des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg, Nancy Odenwald, äußerte sich zufrieden, denn nun kann für den Wassersport und für den Bootsverleih die Saison beginnen.